Hey Leute und willkommen zum allerersten Video von Pokémon Unite. Lange haben wir drauf gewartet und es ist endlich da. Und ich freue mich einfach. Mit dabei ist natürlich Everton und Diana. Moin. Hey. Hey ho. Was geht ab? Diana, du bist ein bisschen leise. Leute, wir sind da. Und ja, ich habe ein Starter-Pokémon mir auswählen müssen sozusagen. Ich habe natürlich Glurak für euch genommen, damit ihr cooles Gameplay hoffentlich seht. Aber ganz, ganz wichtig, sobald wir Level 5 erreichen, kriege ich mein Bisaflor. Das heißt, im nächsten Video, wenn ihr sagt, ihr wollt noch mehr sehen, Daumen nach oben natürlich, da weiß ich Bescheid. Oder natürlich kostenlos abonnieren, um keine Unite-Videos mehr zu verpassen. Was soll ich sagen? Wir haben jetzt ein Tutorial durchgespielt. Ne? Das heißt, wir haben ein Quick-Match gespielt. Das können wir jetzt leider nicht nochmal spielen, weil dafür eine gewisse Stufe des Accounts sein muss. Genauso wie Ranked-Matches. Also wir können jetzt nur ein normales Spiel spielen, 5 gegen 5. Ich werde euch ein bisschen was erklären zum Spielen auch in-game dann. Hauptmenü, was man sich erklären soll, es gibt auf jeden Fall einen Shop natürlich, wie immer, solltet ihr an meiner, wie soll ich sagen, ich empfehle nichts zu kaufen auf jeden Fall, ganz klar, ne? Weil man kann das Ganze natürlich mit echtem Geld kaufen, wie immer, weil es ein Free-to-Play-Spiel ist, auf der Switch, kommt übrigens auch auf dem Handy natürlich, und man kann das Ganze aber auch sich verdienen durch diese Münzen, ihr seht es ja, also man muss jetzt nichts kaufen, bitte gebt nicht gleich Geld aus beim Free-to-Play-Spiel. Es gibt auch Events mit täglichen Login-Boni und so weiter derzeit. Alles mega geil, freue ich mich drauf. Du kannst deinen Charakter ausrüsten, wie du willst und so weiter. Und ich finde es einfach geil. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die erste Runde rein, oder? Mhm. Oh, hi. Alles klar, ich drücke Start. Ich habe Start gedrückt. Ich bin ready. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir automatisch gegen echte Spieler spielen. Ne? Oder ob das Spiel wie in anderen Spielen so ist, dass er uns heimlich Bots reinhaut. Ne? Nein. Das wissen wir halt nicht, ne? Mein Fiaro wurde direkt weggenommen. Nein! Also ich bin jetzt ein Nahkämpfer-Allrounder, sieht man hier oben. Diana ist ein Supporter-Kotomi. Everdor ist ein schnelles Pokémon. Oh, doch nicht, das ist Macho Mai. Kann sich entscheiden. Nee, ich kann ja nicht auf Fiaro nehmen, das hat der andere genommen. Der weggepackt. Er hat es noch nicht genommen, übrigens hat es nicht bestätigt. Aber ich kann es nicht auswählen. Ah, okay, jetzt hat es bestätigt. Ah, ja. So, das, okay. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt, man nochmal drücken muss, ja. Was soll ich sagen? Es steht auch dabei, was einem fehlt. Also unten steht zum Beispiel, wir brauchen einen Verteidiger. Haben wir jetzt nicht. Ist auch, ne? Was soll's, ne? Am Anfang ist eh egal, wir spielen hier nicht gegen Pros. Es gibt natürlich wilde Pokémon, es gibt natürlich echte Gegner, so wie in League of Legends und so weiter, wie in Dota. An das lehnt sich das Spiel schon an. Gibt aber nicht zum Beispiel 3 Lanes, wie man es gewöhnt ist aus League of Legends, sondern nur 2 Lanes, oben und unten. Es gibt auch keine Türme, ne? Also, ihr könnt einfach in die generische Base reinlaufen, wenn ihr wollt. Bringt euch zwar nichts, aber ihr könnt's tun, ohne zu sterben. Oh, das sieht ja schon cool aus hier, das. Ui, gefällt mir. Hm. Ui, die haben einen Einsiedlerkrebs. Oh, wir werden alle sterben. Ja, zum Glück, aber es ist kein Knuddelluft dabei, sonst wären wir alle tot. Ne? Knuddelluft wird meiner. Ja, Knuddelluft wird deiner und ich werde natürlich Bisaflor Main, ganz klar, Punkt aus Ende. Aber ja, erstmal Glurak genommen, extra für euch. Finde auch ganz cool, seine Fähigkeit. Und natürlich startet man nicht als Glurak. Das wäre mega OP. Man startet in der Basisversion. Das heißt, wir sind jetzt gleich ein Glumanda. Ganz klar. Und 10 Minuten haben wir Zeit. Das ist gut. 10 Minuten ist gut. Es geht darum, jetzt innerhalb von 10 Minuten möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heißt, wir gehen jetzt raus, besiegen hier erstmal wilde Pokémon, die von uns weglaufen. Lul. Die besiegen wir jetzt erstmal. Ich zeige mal ganz kurz, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir das gefangen. Nein, Everdor hat ihn geklaut. Danke, Everdor. Sehr, sehr nett von dir. Was? Geh mal weg. Ich hab nix. So, jetzt habe ich einen Ball bekommen und damit kann ich... Das ist unsere Basis. Hier regeneriert man Leben und läuft schneller. Jetzt laufe ich ein bisschen rüber hier. Versuche mal, ob ich schnell einen Punkt machen kann. Nee, da unten kämpfen welche. Ah, ich versuche trotzdem. Nein, scheiß drauf, ich kann mich hin. Ich wollte gerade einen Punkt abgeben. Aber auf jeden Fall, ihr seht auf der Map links oben, 3 Punkte haben wir, die wir beschützen müssen sozusagen, dass die Gegner keinen Punkt machen. Und... Oh Gott, sind das viele hier! Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Ich kann dir nicht helfen. Nein! Oh Gott, ich hab's überlebt! Ich hab die Beere gegessen! Ich hab die Beere gegessen! Okay, okay. Und jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen angeschwächt bin, gehe ich in meine Base, in meine kleinen Türmchen hier und kann mich wieder heilen, wie ihr seht. Oh, der erste ist gestorben, Fiaro ist abgenippelt. Ich will jetzt echt gerne mal versuchen, ihren Gegner zu besiegen. Oh nein, der hat einen Punkt gemacht! Der hat einen Punkt gemacht und sich entwickelt! Hoppla, hat sich weiterentwickelt, habt ihr gesehen? Nee. Ich bin gerade gestorben, ich hab nichts gesehen. Ich brenne! Ah ja, ich brenne. Du bist ein süßes Blümchen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, alles zu erklären hier. Oh, ich komme nicht ran an den Typen, ne? Ah, ich hab ein bisschen Lex, muss ich sagen. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Schaffe ich's heim? Schaffe ich's heim? Schaffe ich's heim? Ich hab's heim geschafft. Glumanda ist nicht so ein kleines, schwaches Pokémon. Also, man geht natürlich auch eigentlich nicht gleich rein in die Gegner, sondern man geht erstmal den Anführungszeichen Jungle, versucht hier erstmal ein bisschen zu farmen, zu looten. Denn wenn ihr Gegner besiegt, egal ob jetzt wilde oder echte Gegner,
Dann kriegen wir dafür auch Erfahrungspunkte. Wie ihr seht, ich bin jetzt Level 4 zum Beispiel und habe jetzt eben 5 Pokémon gefangen, 5 Pokébälle. Habt ihr auch so Ruckler an euch? Ich hab keine Ruckler. Nichts. Ganz merkwürdig. Auf jeden Fall. Es geht darum, jetzt hoch zu leveln. Level 5 werden wir uns entwickeln. Erstmal das hier geschnappt. Und das Problem ist, Leute, ihr seht jetzt, ich habe 9 Pokébälle. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen. Ich habe 9 Pokébälle. Und wenn der Gegner mich jetzt besiegt, fliegen die am Boden. Das heißt, der Gegner kann damit dann Punkte machen. Oh Gott, nein, nein, nein! Komm weg. Komm nicht weg. Komm nicht weg. Wie soll man dich denn da beschützen? Ich komm nicht weg. Jetzt seht ihr, ich habe die Hälfte meiner Pokébälle verloren. Die liegen jetzt am Boden. Ich kann der Gegner einsammeln, kann damit Punkte machen. Und wer am Ende der Runde am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Also es geht hier nicht darum, etwas zu zerstören oder irgendwas anderes zu besiegen oder so. Nein, der hat schon einen Punkt gemacht. Also die unten auf der Botlane sind richtig hardcore. Es ist aber so, wenn du mal über die Punkte gehst, da siehst du 100 von 100. Das heißt, wenn die 100 Punkte abgegeben haben, können sie zur nächsten... Müssen sie zunächst. Also jetzt können sie bei 3 Punkten noch abgeben und nachher können sie halt nur mal bei dem Hauptbasis abgeben, was viel schwerer dann ist für die Gegner. Ich bin entwickelt zum ersten Mal. Kann jetzt eine neue Fähigkeit lernen. Ich kann mir aus 2 Fähigkeiten immer was aussuchen dann. Und wenn man dann... Oh! Es sind wilde Pokémon aufgetaucht. Man, die besiegt, kriegt man jetzt einen extra Buff. Unten. Oh nein, ich bin gerade im Jungle. Wie gesagt, ist mir auch komplett egal, ob jetzt die erste Runde gewinnt oder verliert. Nein, oh Gott, das ist so stark schon. Okay, sind so stark schon. Die zwei spielen sehr gut zusammen. Aber das sieht für mich nach Bots aus, wenn ich mir die Zahlen, wenn ich die Namen angucke, ne? Anhand dessen, wie sie spielen und wie die Namen geschrieben sind, bin ich mir sicher, dass es Bots sind. Meinst du? Nee. Wer hat denn als Name hinten 3 Zahlen und beide gleichzeitig? Ich kenne, also, ne, gibt schon einige. Ja, aber 3? Das macht keinen Sinn. Oh, doch, geh doch einmal! Ja! Yeah. Aber wie gesagt, kann ich abgeben. Ne? Und hier ist ein Dreadnought. Okay, Level 20. Ah, den kennen wir noch gar nicht. Gibt einen Bonus, wenn man den besiegt, natürlich. Oben ist einer, der hat keinen. Oh Gott, der ist Level. Oh Gott, der ist Level 8, Bro, ich bin tot. Ich komm nicht so schnell zu dir. Die sind erstmal viel zu stark. Oben sind sie schon durchgelaufen. LOL. Wir werden ja so hart vernichtet. Ja, 4 Achotauf. Sehr schön. Oh, der Kleine kann so ein Felsding machen. Okay, ich lerne neue Fähigkeit auf jeden Fall. Der ist auch down, sehr schön. Da ist noch einer, der abgestaubt werden will. Zack, zack, drauf, angreifen, yeah, haben besiegt, sehr schön. Dann noch Piso Funk hier mitnehmen, sehr gut, Level 8. Ich glaube, bei Level 10 entwickelt sich Glurak nochmal. Ich glaube 9. Echt, 9? 9 wäre cool, okay. Wenn wir so oder so, jetzt haben wir wieder Pokébälle gesammelt, wir müssen endlich echt mal die abgeben, ne? Wir müssen echt mal Punkte machen. Das wäre das Wichtigste. Ich habe alles, was ich getötet habe, rein. Ich versuch's gerade. So, also man geht da rein, gibt die Punkte ab, zack, ihr seht's, bam, reinwerfen, haben wir damit Punkte gemacht. Und jetzt haben wir so viele Punkte gemacht, dass die ersten Plattformen hier verschwunden sind. Jetzt müssen wir hier zur nächsten gehen und dort dann Punkte machen. Wo sind die Gegner eigentlich hin? Die unten. Die sind unten, ja. Die sind ganz komisch gerade. Hier gibt es Sprungplattform. Ui. Also Leute, wie ihr seht, das ist unser erstes Spiel. Wir müssen das mal einspielen. Und lernen die ganze Map erst kennen. Zwischendurch, oh Gott, wir sind langsam bei meinem Turm reingelaufen sind oder was? Zwischendurch gibt es auch wilde Pokémon wie Zapdos zum Beispiel, was mitten auf der Map auftaucht, was euch einen Team-Buff gibt dann. Oh nein, aber, ich komm nicht ran! Oh Gott, hier ist ein Gewusel, Bro! Ja, ich bin tot! Oh Gott, die haben mich zum Herrn gewuselt! Oh mein Gott, wir wurden geteamklatscht! Ich habe leider zwischendurch so Ruckler, ihr seht es auch links oben bei meinen FPS, die gehen zwischendurch auf 20 runter. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und ja, Level 9, ich bin Glurak. Habe jetzt meinen Ultra-Move gelernt. Der muss sich aber aufladen. Er ist jetzt geladen, aber eigentlich muss er sich auf 100% aufladen, um zu zünden. Werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Sieht nämlich mega krass geil aus. Aber erstmal hier natürlich die kleinen Monster hier noch vernichten. Wie gesagt, möglichst Level natürlich. Bringt euch viele Erfahrungspunkte. Und auch Punkte. So, dann haben wir auch. Ich würde echt gerne mal oben. Gib mal noch ein bisschen nach oben. Lasst mal versuchen, den Dreadnought zu töten. Was das bringt. Haben wir noch nicht. Ah, oh, sind die gerade dabei? Ich bin voll reingeflogen, Bro. Ich dachte, es sind nur 2. Ich dachte, es waren nur 2. Auf Fiaro ging gut ab, aber uiuiui. Also Gegner-Team Fiaro und unser Fiaro, die sind echt stark. Ich wollte gerade meine Ulti zeigen, war aber zu langsam. Hm?
Pikachu-Rettung hat nicht geklappt. Ich komme! Wo ist er? Zu spät, ich bin schon im Ulti Punkt. Aktiviert aus Spaß und flieg jetzt rum, wie ihr seht, und löscht jetzt alle mit Flammenwurf. Oh, ist das geil. Bam! Habt ihr es gesehen, wie ich den gefinisht habe? Yeah! War geil. Muss ich ehrlich sagen, war geil. Und die neue Fähigkeit gelernt, Level 12. Natürlich wie im Pokémon üblich, lernt man neue Fähigkeiten auf diesen Leveln. Wie halt im normalen Spiel natürlich auch. Ne? Macht bisher echt mega, mega Spaß, das Game. Auch wenn es noch ein bisschen verwirrend ist natürlich. Terror. Wenn es noch ein bisschen verwirrend ist. Ja, habe ich gerade versehentlich nebenbei was umgebracht? Oh Gott, ich bin im Arsch. Und dann weggekommen. Heilen. Hier unten sind echt viele Gegner. Ja, schon auf dem Weg. Hab ihn angezündet. Erst verlangsamt. Stirb, dann wird's schon mal. Yeah, stopp. Neue Fähigkeit gelernt. Was? Ich will nicht sterben. Ich versuch grad hinzukommen. Oh Gott. Oh, Gott. Rückzug. Rückzug, Pikachu! Nein, Pikachu! Es waren zu viele! Nein! Meine Ulti ist noch nicht geladen! Meine Ulti ist geladen! Jetzt meine Ulti an! Ich lösche den! Hab ihn! Ich komm zurück! Ist er noch da? Er ist tot! Nein, okay! Meine Ulti war. Egal. Ich hab mit der Ulti noch den einen Hasen gekillt. Hat mir den Level abgebracht. Als Pflanzen-Pokémon eine Ulti von einem Feuer-Pokémon abzubekommen, hat ziemlich weh. Das glaube ich dir. So, wir jetzt wir haben zu viele Punkte. Wir haben 50 Punkte in der Tasche. Das ist das Maximum. Jetzt müssen wir mal rüberfliegen in die generische Base, das abzugeben. Ich sehe gerade den Punktestand. Ich muss siehst du den Punktestand eben, oder? Ich sehe den nicht. Also siehst du ihn auch nicht. Also. War da irgendwas von Homewood vorher gesagt? Ja, achso. Ja, die wollen ja gerade abgeben. Bei den Türmen siehst du das, wenn du draufstehst. Achso. Also bei den Türmen. Nein, aber Ulti von Fiaro. Ich bin gleich tot. Oh Gott, da kommt Ciarora hinten, mich abzustauben. Nein, meine 50 Dinger. Ich hab noch... Jetzt flieh. Ich hab noch einen gekillt. Ah, da wartet ein Gegner auf mich. Ich kann nicht darüber fliegen. Oh nein. Wo geh ich denn hin? Ich hab so viele Bälle. Ich auch. Oh, die Gegner finishen gefüllt. Die sind in unserer Base drin. 100 Punkte. Oh nein. Und ich hab ja so wenig Leben. Ich werde gleich sterben. Ich kann nichts dagegen tun, ich komme nicht heim. Ich kann auch noch drauf für den meisten Damage für euch, aber es geht nicht. Aber, Leute, auch wenn wir gerade hinten dran sind und wahrscheinlich jetzt hart verlieren, es ist komplett egal. Es macht wirklich Spaß, sich da mal einzufühlen, das Ganze zu verstehen. Wann ist es sinnvoll, als Team rüberzugehen, die Bälle abzugeben? Natürlich, wenn wir voll sind, ganz klar. Aber wann geht man rein, ne? Wie spielt man die Lanes? Welche Team-Kombi ist die beste, mit welcher Supporter, mit welchem Angreifer und so weiter und so weiter. Also ist schon sehr geil bisher, muss ich sagen, bisher lohnt sich's. Und es ist halt Free-to-Play auf der Switch. Und wie gesagt, kommt auch im, ich glaube September auch aufs Handy. Fehlt noch ein Gegner? Nein, ich wollte noch einen Gegner töten. Nein! Oh, jetzt sieht man den Punktstand. Ja, knapp verloren, Bro! Ganz knapp verloren. Man muss auch dazu sagen, ich hatte noch 50 Bälle und konnte sie einfach nicht abgeben. Ich auch nicht. Weil die mich mal weggetrackt haben. Ich auch nicht. Die untere Lane, die waren echt krass. Die haben uns so von Anfang an rausgehauen. Eber, da ist, glaube ich, unser MVP, wenn ich es richtig sehe. Mach ich mal meine Kamera aus. Man sieht hier so Punkte. Sieht so aus. Ich habe hart reingeschissen, sieht man, ja. Also du hast, weil du so viele Punkte abgegeben hast, du hast 89 Punkte abgegeben. Ich bin nicht zum Abgegeben gekommen. Ja, wie Diana, 14. Ja. Dann sieht man die Kills, Punkte. Die Tode. Ja. Nee, das sind nicht Tode. Nein, ich bin nur einmal gestorben. Ah, nee, man sieht die Kills und man sieht Unterstützungen, glaube ich, diese Handshakes. Ich glaube. Ja, das sind Hände. Das ist schon mal geil. Okay, ja, wir haben uns verloren, egal. Verständlich, der Supporter hat mehr getötet als du. Das war auch echt schwer. Okay, wir haben jetzt erstmal gelevelt auf Level 3, haben jetzt Coins bekommen. Und wie gesagt, wenn man genug Coins hat, dann kann man sich damit auch neue Pokémon holen. Das finde ich halt ein geiles System, logischerweise wie in allen von diesen Mobile Games typischen. Wollt ihr eine Challenge machen? Daily Mission? Achso, wir haben Mission abgeschlossen. Ah ja, diese Daily Sachen und so weiter, die ganzen... Ihr kennt das auf Free-to-Play-Spielen. Am Anfang wirst du zugeschissen mit Sachen... Oh, und noch mehr Punkte. Und Items gibt es auch noch. Die Items wissen wir noch nicht genau, was die jetzt bringen. Ja. Aber auch hier Daily Mission abgeschlossen. Zack, weitere Münzen sammeln. Also ich sag mal so, es ist sehr, sehr... Es wird sehr, sehr schnell sein, seinen ersten Kämpfer sich frei auszusuchen aus dem Shop. Ne? Ein paar Runden und es wird reichen. Und wie gesagt, wenn ich Level 5 bin, habe ich auch schon mein Bisoflor.
Kann ich mal kurz zeigen hier. Ich bin jetzt Level 3. Kann nochmal hier Münzen abholen. Dann gibt es noch einen Drang. Was genau bringt, wissen wir noch nicht. Und dann gibt es Besser Floor ab Level 5 schon. Ne? Also im nächsten Video werden wir Besser Floor spielen. Wenn ihr mehr Bock auf mehr habt. Ne? Wenn du das Spiel schon gespielt hast, hau mal gerne deine Meinung bisher in die Kommentare. Mich würde noch interessieren, warum ich zwischendurch so FPS-Drops habe. Der von 50 auf 20 runterfällt. Dann habe ich so einen kleinen Mini-Lag. Weiß nicht genau, woran das liegt. Muss noch gucken. Vielleicht muss ich irgendwelche Einstellungen runterdrehen. Etwas. Aber wie gefällt es euch bisher so? Also ich freue mich halt, wenn es auch auf Deutsch noch rauskommt. Ich finde es ja ein bisschen doof, dass es halt noch genau auf Englisch ist gerade. Genau, genau. Deutsch wird nachgereicht. Derzeit gibt es nur Englisch und 4 asiatische Sprachen. Aber so Eindruck ist erstmal gut. Es ist natürlich am Anfang echt ein bisschen überladen und halt noch nicht genau, wenn man noch nicht ganz genau weiß, wie und was. Aber der Ersteindruck ist auf jeden Fall super. Ja. Ja. Und ihr seht auch hier, Leute, es gibt so Tutorial-Maps noch, die man erspielen muss. Wir haben jetzt 2 von 6 completed. Das wollten wir auch was machen, auf jeden Fall noch. Spielt auf jeden Fall immer das Tutorial zuerst, ganz klar, damit ihr das kennenlernt. Und ich bin auch gespannt, wie es mit den Items funktioniert. Wie gesagt, wir haben jetzt nämlich so Items rumliegen, wo uns noch nicht erklärt wurde, wie man die benutzt. Seht, ich habe ein Muskelband zum Beispiel oder eine Überreste. Und wie man dies benutzt, wie gesagt, auch noch gucken, ne? Wird uns hoffentlich noch alles erklärt. Wahrscheinlich ein bisschen Level oder vielleicht ist es nur für die Rangliste. Wir wissen es noch nicht. Wir werden aber alles rausfinden und euch dann im nächsten Video natürlich euch erklären, was wir so rausgefunden haben. Hm? Gerne wieder mit Everton und Diana! Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat Diana dann schon ihr Knuddelluff. Hm. Oh ja, bitte. Ich freue mich so auf den Supporter Knuddelluff. Und Everton kann hoffentlich mit Furiken spielen. Oder was willst, deine Lieb- was willst du haben unbedingt? Ja, Fiaro, das passt schon. Also Fiaro, okay. Okay. Ja, bin ich gespannt, Leute, ob wir das hinkriegen. Wenn, dann spielen wir das so in der nächsten Team-Comp. Wie gesagt, abonniert kostenlos, um es nicht zu verpassen. Schaut doch gerne rein bei meinen ganzen Let's Plays, Tutorials und so weiter von Pokémon Schwert und Schild und vieles mehr von dem Kanal. Haut da rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüssi! Aui!